Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ja, wir waren ja gestern, ja genau, gestern in der Folge waren wir ja hier und haben mit Mr. Marsh gesprochen, mit Lord Marsh. Und wir sollen ja jetzt nun wieder los. Wir haben ihn ja ein paar Fragen gestellt, bla bla bla, hier kommen wir ja nicht rein. Zu. So, jetzt ist bloß die Frage. Zu. Hoch zu. Wo sollen wir jetzt hin? Das kennen wir ja schon. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Zu. Zu. Okay. Es ist wirklich die Frage. Das haben wir untersucht, das haben wir untersucht. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Stimmt. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, dass wir ja gestern ja rausgefunden haben. Und zwar 1889 gründete Lord Marsh zusammen mit Freunden das Sonderausbildungsprogramm. Mein Gott. Für Arme und Bedürftige. Es könnte sein, dass George Haas gegenüber seinen Sohn Tom etwas darüber gesagt hätte. Sollen wir jetzt zu Tom? Komm, wir gehen mal zu Tom. Das war Haas Wohnung. Wir werden mal jetzt einfach da hinfahren und mal gucken, ob er irgendwas dazu, ob er was dazu zu sagen hat. So, jetzt hab ich's. Okay, komm. Wir sind mal gespannt. Ey, dieser Typ, der Lord Marsh, der ist mir nicht ganz komisch und auch nicht der Arzt. Wie hieß er? Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Müssen wir gleich mal gucken. Jedenfalls sind die Beine mir nicht ganz geheuer. Das ist ganz, ganz komisch. Aber lassen wir uns mal überraschen, mal gucken, was der Junge dazu zu sagen hat. Vielleicht weiß der ja irgendwas. Jetzt warten wir erstmal den Ladebildschirm ab. Den Ladebildschirm. Den Ladebildschirm. Den Oh, okay. So bin ich mal lieber ruhig, ne? So. Und wir warten. So. Ah, okay. Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Okay, wir wollen mal reinschauen. Ein Schlüssel. Damit säubert man ein Gewehr. Damit säubert man ein Gewehr. Damit können auch Waffen geölt werden. Okay. Wolfjack, okay. Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Eimer, bitte. Zähe Flüssigkeit, Öl. Kann er dann... Warte mal, First Person war so, ne? Auf Kreis, okay. Öl. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel.
Ich hätte zwar eine Idee, aber das ist ziemlich weit hergeholt. Also wirklich sehr weit hergeholt. Bei Marsch war ja die Wohnung, also die Innentür, abgeschlossen. Aber das ist ziemlich weit hergeholt. Hallo? Hallo? Kann mich gerade nicht bewegen? Hier haben wir ja schon alle. Ja, jetzt kann man da rein in den Eimer gucken erst. Ja, schön. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Okay. Dann machen wir mal schnell rüber, ja. Jetzt, oh, jetzt Tobi. Ja. Ja. Tobi. Ja, wer ist ein braver Hund? Ja, wer ist ein braver Hund? Ja, wer ist ein braver Hund? Den holen wir jetzt. Ja. Mal gucken, was Tobi so drauf hat. Werden wir gleich mal sehen. Also Spannung, ne? Also jetzt wird langsam echt ein bisschen spannender hier die ganze Geschichte. Jetzt fahren wir erstmal in die Baker Street wieder. So, Toby! Ja, wir kommen, Toby! Spannung. Oh. Ach ja, ich mag Ladebildschirme, ne? Ladebildschirme! Für immer! Ja, ja, okay. Er rödelt, rödelt, rödelt. Rödel, rödel, rödel. Okay, wir können X drücken. Achso, jetzt sind wir ja schon da. So, komm. Los, Toby, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Genau. Oh. Watson? Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Wenn Sie zwei Hinweise finden miteinander. Okay, das war jetzt Dreieck. Ich wollte endlich bloß mal gucken. Okay, wir sollen Lord Marsh sehen. Okay, ab zu. Ich habe Dringenderes zu erledigen, als mit Toby in London Gassi zu gehen. Ja, ist ja gut. Wo sollen wir denn jetzt hin? Holen Sie den Hund. Ja, Toby. Aus Ihrer Wohnung in der Baker Street. Und gehen Sie zu George Haast in die Wohnung. Ach so, okay, alles klar. Alles klar, Chef. Ja, das haben wir schon. Ein Schlüssel aus Toms Wohnung. Ja, alles klar, das wissen wir auch. Okay, wir gehen in die Haast-Wohnung wieder zurück. Jetzt Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Toby, unser starker Hund, zeigt uns, was er kann. Wir sind sehr, sehr gespannt. Also bis jetzt gefällt mir Sherlock Holmes eigentlich ganz gut. Sehr geil gemacht. Mag ja solche Spiele eigentlich.
Ja. Okay, du kannst doch Beweise kombinieren. Ey, wow. Okay, wird wahrscheinlich noch ein bisschen perplex. Wir stehen hier noch mitten am Anfang anscheinend. Aber das war uns ja klar. Das war uns ja klar. Bin echt mal gespannt, was mit dem Vater passiert ist. Also wenn das der Vater vom Anfang war, also der Typ, der da erschossen worden ist. Aber wer hat ihn erschossen? Denkt mal drüber nach. Okay. Such, Toby, such. Oh Gott, wir spielen Hund. Wie geil ist das denn? Gibt's hier? Oh, hier gibt's auch First Person. Wow, wow. Wow, wow. Ah, waren wir auf dem richtigen Weg? Na, waren wir auf dem richtigen Weg? Hab ich's mir doch nicht gedacht. Alter, nee. Das ist nur eine Laube. Weiter geht's. Ah, ist ja gut. Welche Richtung gehen wir denn jetzt? Rechts, oder? Geht's lang und dann. Okay, hier ist anscheinend nichts. Ja. Was ist da unten? Das finden wir doch heraus, oder? Oh, es ruckelt gerade. Jetzt geht's weiter. Oh, okay, wow. Was ist das denn hier bitte? Nichts, was von Interesse wäre. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Ein Haufen Abfall. Okay. Nein, nicht hier. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Ja, war mir schon klar. Alte Sachen. Ja. Nur Abfall. Weil die Tür ist sehr auffällig hier. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen.
Was? Was? Ich muss gerade erstmal gucken hier. Ach, Abbruch. So, warte mal. Das war easy. Eine Karte von Epping Forest. So. Brief eines Freundes. Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kannst. Schuldig bitte, ey. Ich muss jetzt mal ganz kurz einen Schluck trinken. Verzeiht mir bitte. Nee, ach scheiß drauf, wir trinken doch nicht. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden. Nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten, Alter. Verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Jack. Orden. Im Namen ihrer königlichen Majestät Königin Victoria der Vereinigten Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland erkläre ich Frederick Russell, Brougham, Major der britischen Armee hiermit. Das Land schuldet George Hast, einen ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland, für seine tapferen, majestätischen Dienste. Den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzung, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Major Frederick Russell Burham. Okay. Kugeln, genau. Müssen wir das so drehen vielleicht? Dieser Schachtel hier war wohl voller Munition. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Scharfsinnig beobachtet. Okay, was haben wir hier? Abschiedsbrief. Lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Es tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist, aber ich hatte keine andere Wahl. Das musst du wissen. Du bist ein sehr kleiner, kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche, glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen. Und zwar schneller, als du denkst. Dabei wirst du niemals allein sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dein dich liebender Vater. Oha. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Dies ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Laut diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Okay, Daniel Jones, Daniel Smith. Okay, wir können weiter. Robert Taylor. Nee, wir haben Thomas Winden. Thomas Cayley. William, aber passt auch nicht. Ähm,
Hier haben wir auch keinen übereinstimmenden. John, da ist er, am 27. Oktober. Okay. Dann haben wir noch Patrick und Thomas Kelly, also Patrick Tainer. Gut, hier haben wir keinen. Okay, hier können wir auch weiter. Okay, hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen jetzt. Thomas Kelly, hier ist er. Hier ist der William. Moment. Thomas Kelly. Ja. Patrick Tainer. Jetzt fehlt noch William nochmal. Und Richnelt. Haben wir den überhaupt irgendwo? Muss man die hier auch unterstreichen? Nee. Hä? Moment. Also hier haben wir Thomas Kelly. Machen wir so und so. Dieser Mann kommt in beiden Listen vor. Dann machen wir nee, den hier, den hier, den, den, den und den. Aber das ist ja, oder was? Patrick Tainer und hier. Dann haben wir noch John und da ist er. Und wo ist John? Und damit haben wir alle. Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Ja, Daniel Jones, Gruppe B, Daniel Smith, Gruppe B, Daniel Philipp, Gruppe C, Edward, Gruppe B und Gruppe A. Okay, jetzt haben wir hier nochmal kurz die Liste zusammengefasst, okay. Ein Artikel über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit? Zeitungsplakat. Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen, indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen. Listen Sie auch in beachtlicher Manier Ihren Beitrag dazu. Unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Okay, wir gucken uns hier was noch kurz um, noch einmal, so. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, Leute, ist die Folge leider schon vorbei. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Nimmt es jetzt mit Humor. vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag und bis dahin, tschö mit Ö.